ETRC-Wochenende Nummer 3 in der Slowakei mit einer starken Steffi Halm. Die deutsche Truck-Pilotin steht dreimal auf dem Podium und rückt vor auf Gesamtrang 2 in der Meisterschaft. Guter Besuch am Slowakia-Ring. Rund 20.000 Fans wollen dabei sein. Die Startaufstellung für Rennen 1. Jochen Hahn auf der Pole-Position. Die vierte schon für ihn in dieser Saison. Norbert Kiss, 13. langsamer, dahinter auf Rang 2. Eine ganze Menge zu sehen für die Herren der Schöpfung, bei den Trucks und auch bei den Damen davor. Der Start zu Rennen 1. Zum ersten Mal die Trucks auf der ultrabreiten Startgeraden Richtung Kurve 1. Leider nur 14 Trucks am Start. André Kosim in der Mitte des Feldes kommt wegen eines schwachen Qualifyings in Kurve 2 in Schwierigkeiten. René Reinhardt, der Mann im blauen Truck mit der 77, trifft Kosim, der von der Außenseite nach innen zieht. Kosim landet anschließend im Kiesbett, buddelt seinen Truck ein. Die Folge: rote Flagge, Rennabbruch. Und Kosim überhitzt anschließend auf dem Weg zurück in die Box seine Bremsen, weil er zu viel Staub und Steinchen aufgesammelt hat. Nach rund 20 Minuten Pause erneut 8 Runden die Renndistanz. Hahn übernimmt die Führung, muss aber hart darum kämpfen, weil Steffi Halm kurzzeitig auch mal in Führung geht in Runde 1. Dann aber überholt Jochen Hahn Steffi Halm wieder. Der Champion 2018 führt bis zum Ziel. Kleiner Unfall hier zwischen Jamie Anderson und Norbert Kiss. Beide können aber weiterfahren. Die Zielflagge für Jochen Hahn. Sein 5. Sieg diese Saison. 2. wird Steffi Halm. 3. Adam Latzko. 0,15 Sekunden der Abstand. Rennen 2 im Reverse-Grid-Modus. Die Top 8 also in umgekehrter Reihenfolge. Pole-Setter ist René Reinhardt, 5. in Rennen 1, bekam aber nachträglich eine 10-Sekunden-Strafe wegen Overspeeding, somit also 8. und folglich auf der Pole. Der Start zu Rennen 2 am Slowakia-Ring. René Reinhardt kann zunächst die Führung verteidigen, bleibt vor Sascha Lenz, dem Deutschen im gelben Truck mit der 30. Runde 1 onboard mit Ollie Janes. Harter Kampf hier zwischen Adam Latzko und Steffi Halm. Runde 2, Turn 3, Reinhardt verpasst den Bremspunkt. Sascha Lenz nutzt das aus und geht innen durch. Lenz in Führung, kleine Bremsprobleme auch bei Jochen Hahn, sieht man ganz selten. Hahn bleibt 6. Dann immer noch Runde 2, Onboard mit Kiss, zeigt die Attacke von Steffi Halm gegen Reinhardt. Halm rückt vor auf die 2 und Kiss holt sich die 3. Position, auch wenn er hier von Reinhardt nochmal ganz hart angegangen wird. Gleiche Runde, Latzko überholt Norbert Kiss für Rang 4. Danach gibt es aber keine entscheidenden Überholmanöver mehr. Sascha Lenz holt sich den 2. ETRC-Sieg in dieser Saison. Dahinter Halm und Latzko erneut auf Rang 2 und 3. Sascha Lenz und Töchterchen Kate freuen sich über diesen Sieg. Rennen 3 am Sonntag. Jochen Hahn erneut auf der Pole zum 2. Mal am Slowakia-Ring. Und auf der 2. Position Norbert Kiss. Dieselbe erste Startreihe also wie am Samstag. Die Ampel springt auf grün und Jochen Hahn mit dem besten Start. Kiss mit zu wenig Power seines Motors fällt zurück bis auf Rang 6. Onboard mit Steffi Halm zeigt hier den Kampf zwischen Norbert Kiss und Adam Latzko. Jochen Hahn in Runde 1 schon mit komfortablem Vorsprung. Dann zwei weitere Iveco, René Reinhardt und Steffi Halm vor Adam Latzko. Nochmal Onboard mit Steffi Halm und zeigt wieder den Kampf um die 4. Position. Latzko und Kiss. Latzko muss durch die Wiese, der Tscheche kommt aber wieder vor Norbert Kiss zurück auf die Strecke. Zielflagge für Jochen Hahn, holt sich den 6. Saisonsieg, führt nach diesem Wochenende schon mit 144 Punkten auf Rang 2 in der Meisterschaft, die in diesem Rennen drittplatzierte Steffi Halm mit 103 Zählern.
Rennen 4, die Top 8, erneut in umgekehrter Reihenfolge, immer im zweiten Rennen des Tages. Lenz auf der Pole, neben ihm Antonio Albacete. Der Start nochmal 8 Runden auf der längsten Rennstrecke im ETRC-Kalender. Onboard am Heck von Norbert Kiss überholt hier André Kosim in Runde 1, berührt den Deutschen, der mit einem Loch im Reifen anschließend aufgibt. Antonio Albacete führt das Rennen an vor Sascha Lenz auf Position 2, dann Kiss, Kosim und Latzko. Onboard bei Adam Latzko. Der Tscheche zeigt den Angriff von Kiss gegen Lenz. Es geht um Rang 2. In Runde 6 tauschen die beiden die Positionen. Kiss danach Zweiter, Lenz Dritter. Antonio Albacete im Ziel feiert seinen ersten Saisonsieg im 12. Saisonrennen. Der Spanier zuvor mit viel Pech unterwegs, rutscht in der Gesamtwertung von Rang 2 auf Rang 5. Die nächste Station ist jetzt der Truck Grand Prix am Nürburgring.